Hallo, Frau Barbe. Hallo, Frau Barbe. Ja. Grüße Sie. Mein offener Brief an alle Abgeordneten, den habe ich ja verlesen lassen. Über 100.000 Klicks. Ja. Aber das scheint ja hier niemand zu interessieren. Ja. Mit der NTV sagen Sie durch, das soll wohl hier vielleicht sogar, dass es gewaltfrei räumen. Ne? Die hier vorne Plätze, ja, die sind aber alle gewaltlos. Ja, wir sind dran vorbeigegangen. Ja, war überhaupt alles gewaltlos und ohne Probleme. Ja. Ja. Und ich habe gedacht, ich nutze einfach die Chance. Ich habe heute noch bei Herrn Brinkhaus angerufen, habe gesagt, ich erwarte eine Antwort auf meinen Brief. Ich bin ehemalige Oppositionelle, ich bin in die CDU eingetreten und jetzt möchte ich von Ihnen eine Antwort haben. Sie sind bekannt für sich von 89. So ist es. So ist es. Vielen Dank, Frau Barbe. Bitte. Intensivkapazitäten sind so an vielen Orten jedenfalls ausgereizt oder kurz davor. Und deshalb müssen wir die Pandemiebekämpfung Novellierung des Pandemiegesetzes. Es wird nicht so wie früher. Das ist eine Attacke auf den Föderalismus.